Ich muss sagen, mein größtes Problem mit diesem Film ist, dass er uns, obwohl er vermeintlich sich mit der Frage des Rassismus und der komplexen Identitätskonstruktion beschäftigt, eigentlich im Grunde nur eine kleine Privatgeschichte erzählen will. Im Sinne von Deleuze, der von diesen Petite Affaire Privée gesprochen hat und der eine sehr große Abneigung gegen diesen kleinen Privatgeschichten hatte. Wir haben hier so einen klassischen Fall, die Entstehung einer lebenslangen Freundschaft. Und diese Filme kommen ja auch jedes Jahr regelmäßig ins Kino, manchmal auch zweimal. Jetzt fällt mir spontan Ziemlich beste Freunde ein oder Victoria und Abdul, das wir schon vor einem Jahr gesehen haben oder vor einem halben Jahr gesehen haben. Und diese ganze Problematik mit dem Rassismus ist hier eine Kulisse. Und irgendwann am Ende des Films verliert das sich in der ganzen Handlung. Und was wir haben, ist ein zuckersüßes Happy End. Und auch der Abspann ist, glaube ich, sehr bezeichnend in dem Sinne, dass er erzählt, was nach dem Film passiert. Und was wir erfahren, ist, dass diese beiden Menschen, die Protagonisten, bis zum Lebensende befreundet waren. Aber ich würde lieber erfahren, was zum Beispiel aus dem Vorhaben von Dr. Shirley geworden ist. Weil der hat ja auch eine sehr ungewöhnliche und interessante Weise, Rassismus zu bekämpfen, diese stille Weise. Der zieht einfach mit seinen Konzerten rum und will durch seine Würde und durch sein Talent zeigen, dass er genauso ein Mensch ist wie ein weißer Mensch. Aber das erfahren wir ja nie, weil die Geschichte ist nur um diese ganz private Freundschaft. Einerseits diese Freundschaft, da hast du vollkommen recht, die dient nicht nur als Auffänger für dann eine Art Verhandlung identitätspolitischer Thematiken, sondern sie ist wirklich das Kernstück dieses Films. Es ist ja auch eine Buddy-Komödie oder auch eine Fish-out-of-Water-Komödie. Wir haben ja zwei Personen, die wirklich aus verschiedenen Milieus kommen und dementsprechend auch wirklich aufeinander prallen. Das ist ja die Komik, die entsteht. Wir haben auf der einen Seite einen Hochbegabten, einen Talentierten, einen Intellektuellen, zugleich auch einen Liberalen mit dem ökonomischen und ökologischen Gewissen, nämlich hör auf zu rauchen und schmeiß keinen Müll einfach weg. Und wir haben auf der anderen Seite eben den rudimentären, ja, Proletarier, den der jeden Tag Arbeit sucht, der 50 Dollar damit verdient, indem er beim Hotdog-Wettessen dann gewinnt. Wir haben also starke Gegensätze und das ist der Kern dieses Films und daran zieht sich ja auch dann alles auf und ich glaube auch, dass die Chemie zwischen den beiden insofern stimmt, als dass man das ja dann sehen kann an den Preisen, die dieser Film gewinnt, nämlich meistens Publikumspreise. Und man hat ja auch gesehen bei Ziemlich beste Freunde, dass es da auch funktioniert. Das heißt, diese Reibungsflächen sind irgendwie anscheinend sehr beliebt. Und dann stellt sich die Frage, macht der Film noch mehr? Und du hast jetzt quasi angesprochen, was dieser Doktor eigentlich versucht, mit seinen Konzerten zu bewirken. Und das ist ja gewissermaßen eine metaphysische Idee, die er dort hat. Also eine Idee von einer Welt, die er durch seine Präsenz verändern kann, nämlich durch Rechtschaffenheit, durch Würde, durch Talent, aber auch durch Darstellung und durch Präsenz. Und das sind alles im Grunde erst einmal metaphysische Ideen. Er glaubt ja auch an das Gesetz, nämlich ich habe Rechte, ich möchte mein Telefonat und ich werde hier zu Unrecht festgehalten, weil in der Mitte des Films gibt es ja den Moment, wo die beiden auf einer Polizeistation landen werden. Das heißt also, wir haben jemanden, der Idealist ist. Ein Idealist, der zugleich so ein paar philanthropische Züge hat, der so ein bisschen die politische Korrektheit sehr stark verkörpert, der immer wieder sagen muss, du musst dich ordentlich benehmen. Er ist ein wandelnder, kategorischer Imperativ gewissermaßen. Und genau diese Person hat ja das Ziel, damit etwas zu verändern. Und er stößt an die Grenzen, die strukturell bedingt sind. Nämlich, es gibt in einem Ort, wo er spielen soll, Clubregeln. Sie dürfen zwar bei uns spielen, sie dürfen aber nicht mit uns essen. Und für diese Regeln gibt es keine Ausnahme. Das sind strukturelle Probleme. Und an dieses Ende gewissermaßen gelangt er und kann dort nur widersprechen, nur dagegen protestieren und sagen, entweder Essen und Musik oder gar nichts. Er möchte ja wahrgenommen werden als echter Mensch. Wenn Sie mich spielen hören können, dann sollen Sie mich doch bitte auch beim Essen zusehen können. Was kann daran so schlimm sein? Und hier endet eben genau diese Fahrt, die er einnimmt, die er aus dieser idealistischen Position herauskommt. Und sie wird ersetzt durch ein anderes Konzept, was der Film im Grunde auch auf seiner Metaebene verhandelt, nämlich
eine identitätspolitische Variante dieser Frage, wie gehen wir mit Rassismus um? Und es ist auch eine Frage der Repräsentationslogik. Weil im Grunde, du hast jetzt ziemlich beste Freunde oder auch Victoria und Abdul genannt. Mhm. Der Film ist eigentlich die Spiegelung von Miss Daisy und ihr Chauffeur. Und dieser Film, glaube ich, müsste aus den 90er Jahren sein und hat auch schon damals versucht, das Thema des Rassismus zu behandeln. Ein schwarzer Chauffeur und die weiße, alte, rassistische Frau. Und nun drehen wir das Spiel um und versuchen, die Konflikte weiterhin zu thematisieren. Das heißt, die Repräsentationslogik Hollywoods, nämlich auf einmal Filme einfach nur nach einem Geschlecht, nach einer Ethnie, nach einer Hautfarbe umzubesetzen. Aus Männern werden Frauen und so weiter. Denken wir an die Oceans-Filme. Die erzeugt immer noch die gleichen langweiligen oder schematischen Filme. Es ändert sich nichts. Auch wenn wir die Hautfarben tauschen. Aber genau das macht dieser Film und versucht dann Konflikte zu verhandeln. Und das Interessante ist dann, wenn er aus diesem Club rausgeht, er flüchtet nicht, aber er ist halt wütend, er spielt dort nicht, dann wird er einen Club aufsuchen, in der nur schwarze Personen sind. Aus dem Green Book. Aus dem Green Book, genau. Das Green Book. Und sein großes Problem ist ja, dass er für die Weißen nicht weiß genug ist und für die Schwarzen nicht schwarz genug. Er ist irgendwo dazwischen. Für die Hetero ist er auch nicht irgendwie. Richtig. Er ist auch, genau, er ist eine richtige Transitzone. Und er bewegt sich dann in diesen Club hinein. Und natürlich werden ihn die Schwarzen auch genauso argwöhnisch anschauen. Aber sein Talent am Piano wird zu einem Umschwung führen und er wird akzeptiert. Er wird das erste Mal Spaß an seiner Musik haben und Freude daran haben und danach auch sagen, das war das Beste überhaupt. Und dafür muss er zunächst einmal in seine Black Community zurückkehren, die er zuvor ja als gewissermaßen weißer Musiker ignoriert hat, nicht kannte. Er wusste nicht, was Hühnchen ist. Er wusste nicht, was schwarze Musik ist. Er muss zu seiner Black Community zurückkehren, um seine Identität endlich zu wahren. Und das ist diese Quintessenz, die in diesen Szenen liegen, die politische Bewegung aktuell widerspiegeln. Die Identität basiert oder konstruiert sich durch die Herkunft oder durch gewisse Formen der Viktimisierung, der Diskriminierung. Und wir müssen zusammenhalten in unserem Clan, in unserem kleinen Clan. Und das definiert sich aber durch auch hier wieder die Hautfarbe. Und das ist im Endeffekt die Quintessenz dieses Films erst einmal. Ja, also der löst sein Problem teilweise dadurch, dass er in dieser komplexen Identität einfach einen Teil von dieser Komplexität wieder weglässt und sagt, okay, dann gehe ich halt zu Schwarzen und versuche mich nicht mehr so intensiv mit der White Society zu beschäftigen. Und du hast gesagt, der ist Idealist, aber der ist schon teilweise ein enttäuschter Idealist und irgendwie hat er das System schon durchschaut. Deswegen ist für ihn, das ist mindestens so mein Eindruck, auch dieser Plan, irgendwie was zu ändern, so ein halbherziger Plan. Mhm. Eigentlich glaubt er gar nicht an sein Vorhaben und deswegen ist der Film auch irgendwie sehr, sehr pessimistisch. Der scheint zu sagen, ja, das Problem des Rassismus ist sowieso nicht zu lösen. Deswegen versuchen wir das einfach in unserem Alltag zu lösen, dadurch, dass wir uns so in einer Art Blase schützen schon und uns mit Menschen umrunden, die einfach nicht rassistisch sind. Und so findet Dr. Shirley auch Unterkunft in dieser italienischen Familie. Und das endet alles mit Happy End. Und also auf der lokalen Ebene ist das Problem zu lösen, auf dieser Mikroebene, aber nicht im Großen. Oder vielleicht wäre vielleicht so eine These noch gewagter, man muss das Problem gar nicht zu lösen, weil man kann das in dieser Mikroebene lösen. Und das andere, was ich ganz interessant fand, wie Rassismus inszeniert ist hier, der Film entfacht so eine Art dichotomische Konstruktion. Wir haben der harte Rassismus, Hard Racism, im Süden und Soft Racism im Norden. Mhm. Und durch diesen Vergleich suggeriert uns der Film, gut, dieser Soft Racism ist gar nicht so schlimm und man kann das ganz gut überwinden. Das ist einfach wie eine schlechte Gewohnheit, so in der Nase popeln oder Nägeln abbeißen. Das kann man mit so ein bisschen anstrengen und wenn jemand eine Person da aufmerksam macht auf diese schlechte Gewohnheit und sagt, ja, mach das nicht, das ist ja nicht schön, nicht gut, dann kann man sagen, ach, tatsächlich ist es nicht schön und dann von heute auf morgen wird man von einem Rassist zu einem Nicht-Rassist. Ja. Das zeigt auch wunderbar die Szene mit den Gläsern, wo der Hauptprotagonist, der Fahrer,
zuerst die Gläser, aus denen schwarze Arbeiter getrunken haben, in den Mülleimer wirft und dann am nächsten Tag schon überhaupt keine Probleme hat, für einen Schwarzen zu arbeiten, weil der ja ganz raffiniert ist und gut bezahlt. Richtig. Zunächst einmal genau. Also das mit dem Soft- und Hard-Racism ist eine interessante These und natürlich müssen wir die materialistische Ebene, in dem Fall das Geldverdienen, noch hinzuzählen. Also dass Viggo Mortensen als Fahrer dann einen guten Lohn erhält, wird ihn dazu bringen, kein Rassist mehr zu sein. Noch einmal kurz zurück zu dem Idealisten, den du als halbherzig bezeichnet hast. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er halbherzig... Halb enttäuscht oder halbwegs enttäuscht. Ich glaube, er ist aber zunächst einmal sehr im Starrsinn. Er ist recht blind, was diese Mission angeht. Und er merkt gar nicht, dass er vor einem Publikum spielt, welches ihn eben nur dann schätzt, wenn er gerade für diese Zeit auf der Bühne ist und Klavier spielt. Ansonsten wollen sie ihn nicht sehen, nicht da haben, nicht mit ihm reden. Er ist nur der Pianist, er wird reduziert auf sein Talent. Und diese Starrheit, die er in seiner Figur hat, die wird dazu führen, dass es eben am Ende erst sich auflösen wird. Und zwar natürlich mit Hilfe seines Freundes. Das sind ja so diese Dynamiken, die sich entstehen. Und was du dann sagst, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, nämlich Rassismus, der aus dem Alltag kommt, der dann gewissermaßen mit Erziehungsmaßnahmen auch verändert werden kann. So wie auch unser Doktor den Fahrer erziehen kann, entweder nicht mehr zu klauen, nicht mehr zu rauchen oder auf die kann Natur zu achten. Nicht. Und natürlich kann man... Kann er auch nicht, der klaut ja weiterhin. Ja klar, das sind natürlich die Gags, die da wichtig sind. Und ich glaube aber, dieser Film hat am Ende ja dennoch eine Lücke zu füllen, weil die Konflikte, die den schwarzen Musiker ausmachen, die werden ja nicht gelöst. Diese Geschichte um einen Bruder, der irgendwo existiert, verpufft. Die Frage, ob er jetzt eigentlich irgendwo zugehörig ist, verpufft. Das ist vollkommen richtig gesagt. Das strukturelle Element von Rassismus und Diskriminierung wird einfach ausgeklammert. Zum Beispiel, indem wir nicht nur böse Polizisten und rassistische Polizisten zeigen, die auch bis in die Hierarchie des Polizeichefs reichen, sondern wir haben dann eine Szene später gute Polizisten. Das ist immer sehr wichtig, dass man sofort weiß, das ist kein strukturelles Element. Es gibt halt einfach die Bad Guys und die Good Guys. Das ist das Gleiche wie mit der Logik, mit der Waffenpolitik. Wir brauchen halt immer jemanden, der auch gut ist und eine Waffe hat. Und am Ende aber muss einfach diese Lücke gefüllt werden. Wir haben keine Lösung für einen Konflikt auf struktureller Ebene und deswegen setzt das wichtigste ideologische Merkmal US-amerikanischer Filme ein, nämlich Familie. Wir kommen an Weihnachten nach Hause, der Tisch ist gedeckt und dann kommt eigentlich eine Sequenz, in der wir sagen müssen, hier kommt es jetzt zum Konflikt, denn der Musiker wird vorgestellt und wir haben bisher die Familie, vor allem die männlichen Protagonisten dieser italienischen Familie, durchweg als Rassisten erlebt. Und eigentlich ist das ein unmöglicher Moment, weil jetzt müsste es knallen, jetzt müsste es einen Konflikt geben. Aber nein, es gibt einen Moment der Stille, einen Moment des sich Anschauens, des sich quasi sich beschnupperns und dann aber wird man sofort sagen, hey, wir müssen dem Mann doch einen Teller geben und alles ist gut. Alles wird gelöst. Wenn jemand was Rassistisches sagt, sage ich zu dir, das kannst du doch nicht machen und der andere sagt, oh ja, stimmt. Und das sind diese einfachen binären Ebenen, die dann funktionieren, die du sehr schön als Mikroebene bezeichnet hast. Das strukturelle Problem wird ausgeklammert, die Familie sorgt für Ersatz und dann, wie du schon sagtest, zuckersüßes Happy End an Weihnachten, herzergreifend mit einem Abspann, der uns noch wohlig aus dem Kino entlässt. Ein Feel-Good-Film, der aber wie so oft beweist, dass Hollywood auch mit einer neuen Repräsentationslogik immer noch die gleichen schlimmen Filme macht. Gott sei Dank, es ist so kalt in diesem Keller. Alter, ich denke so, Gott, ich zittere schon. Marsch los, kostet. Zieh deine Jacke. Boah. Ding dong.